Coole Sache. Was ist das denn? Der Haarschnitt, der wird nicht mehr getragen, ja. Irgendwas in der Tasche, was dir. Lassen wir das. Das sieht auch irgendwie kaputt aus. Oh. Haha. Tapfere, gut aussehende Ritter. Der Hund in irgendeinem Blob. Was ist das denn? Na toll. Vor allem die Gusche, die sie zieht. Hab ich noch Seifenwasser? Ne, hab ich nicht. Das könnte gehen. Ach, das ist die Tasse, ne? Die fehlt. Den Hund kriegen wir so aber wahrscheinlich nicht raus, ne? Okay. Gut, Doggo, wir kommen wieder. Versprochen. Wir müssen erstmal Tee kochen. Der eine, der Troll da, also Troll im Sinne von, ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich nur jemand, der in den 90ern groß geworden ist, diese Trolls, diese Puppen. Also das Ding hier. Das gab's so früher als Spielzeug aus den 90ern. Die waren total beliebt. Und der hat hier ihr seht ja, was der mit der Cola macht. So sprudeln und so. Wenn wir hier so ein Mentos oder was das ist, kriegen, dann können wir wahrscheinlich dieses Blob-Zeugs auflösen damit. Behaupte ich mal. Um den Hund frei zu bekommen. So. Es kocht. Ja, okay. Jetzt geht das, okay, weil die Tassen da sind. Eigenartigerweise. So, dreimal Tee. So, das ist hier für die Damen und Herren. Gehe ich mal von aus. Rosa jetzt, wer kriegt rosa? Kriegst du rosa? Ach so, das ist egal. Das wird zugeordnet. Tea O'Clock. Sehr schön. Hier sind die. Die Cola ist auch alle. Na dann, retten wir mal Doggo. Keine Ahnung, wo das hier sein soll. Wahrscheinlich irgendeine Bibliothek, keine Ahnung, was das. Das andere könnte ich mir jetzt nicht ausmalen. Das ist irgendwie Flur oder sowas. Brausetabletten, ja, genau. Und tschüss. Platsch. Das reicht wohl nicht. Nur noch eine reinmachen.
Werden das weniger? Nee, nicht wirklich. Aber es ist auch egal, wo ich hinziele, ne? Ich mit dem Sieb austauschen? Oh, ich hatte mal... Nee, das reicht nicht. Müssen wir noch irgendwas anderes für machen. Aber was? Platsch. Dann schauen wir uns mal woanders um. Gemälde kaputt machen. Vielleicht ist da was dahinter. Das kann ich nicht machen. Ja, das stimmt. Das sollte man lassen. Die große Frage, was noch fehlt. Ach, da ist das Zebra. Steht jetzt auch an der Tür. Ach, wir hatten noch vorher den Code. Es fehlt noch der Hund. Um die Tür aufzukriegen, brauchen wir noch den Hund. Dann in der richtigen Reihenfolge quasi. Ist hier noch irgendwas? Brauchbares? Nee, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Ist der Waschkeller wahrscheinlich. Könnten noch mal in der Küche mit dem mit der Keule mal gegen den Kühlschrank dreschen. Vielleicht kommt da was Eis oder irgendwas runter, was wir brauchen. Oh, das geht auch. Dankeschön. Es fehlt noch eine Flasche Cola. Da hat uns einfach mal das Pony geholfen. So, wie war das vorhin? Kombination Bär, ne? Boah, ich komme nicht drauf klar. Es ist jetzt noch nicht so lange her. Es ist circa 2,5 Stunden her, nicht mal. Aber das, die Kombination war irgendwie... Bär... Zebra, Ente, nee, Bär, Katze, Zebra, Ente oder so, keine Ahnung. Oh. Bäh. So, jetzt machst du gerade die Platsch. Geht's. Okay. Doggo hat irgendwas. Gib Pfötchen. Freunde dich mit dem Hund an.
die Ketten zersprangen, als der Hund befreit wurde. Gucken wir nochmal. Oh! Huch! Klopf, klopf! Achievement! Nee. Oh, hier ist was zum Ziehen. Sie geht auf. Gucken wir nochmal. Ah. Das sieht tatsächlich nach Thronsaal aus. Da liegt noch irgendwas. Hab dich. Oh, oh. All I wanted was some quiet and peace. Now you have my attention. You're it. Du bist es. Hä? Verstecken mit dem Vater quasi. All I wanted was some quiet and peace. Now you have my attention. Komm ich an den Spiegel ran? Ja, komm ich. You're it. Oder auch nicht. Ah, okay. Ach, da müssen wir wahrscheinlich draufhauen. Und das ist wahrscheinlich ein Versteckspiel mit dem Vater. Das ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich Versteckspielen. So, dann lass mich mal in die Tasche. Death Wish 3. Was? Okay. Hä? Todeswunsch? Irgendwas stimmt nicht. Achievement kriegt. Todeswunsch 3. Vielleicht sollten wir einfach abhauen, wenn wir ihn eingesappt haben. Wenn das geht, heißt das. Jo, das geht. Und tschüss. Ach, guck mal an. Das ist... Achso, ich muss... Hoppala. Steh auf. Das ist das Arbeitszimmer wahrscheinlich. Oh, der ist ja übel gruselig. Hoho. Ach, die machen von alleine. Die Ente! Freiheit! Der Vater? Okay. Und sie lebten fröhlich weiter. Oh. Die Kleine, die war daran abzuhauen, wäre fast die Treppen runtergefallen.
The good queen comes home, her quest completed. Another day's monster lies defeated. She's tired and drawn like never before. When she announces, I'll do this no more. Okay. Die Mutter hat anscheinend gekündigt. Your promises kept me under a spell. For years I shared your visions of glory. It truly was a beautiful story. But this is real life, not a fairy tale. Okay, der Vater lebt anscheinend in irgendeiner Fantasiewelt. I've no more strength to fight monsters alone. To daydream we can no longer afford. It is now your turn to pick up the sword and take your place on the family throne. I'll handle this, you have no fear. Like we agreed, rest now, my dear. And I'll make good use of my skills. Henceforth, I will pay all the bills. Die Mutter war arbeiten, der Vater hat aufs Kind aufgepasst. I'll get a real job if everything fails, but we'll be fine. Just wait till you see sales of our finished game. And when might that be? She asks. Oh, soon, very soon, you will see. As the girl listens to her parents talk, her smile turns upside down. She would rather they stopped. She can't wait to tell her mother about her day as the brave Princess Chok. Tja, das war's anscheinend schon. Da habe ich es tatsächlich in einem Rutsch durchgespielt. Ich werde bekloppt. Written and directed by Alec Wasilski. Ich kann es nicht aussprechen, Verzeihung. Da ist er nochmal. Alec Wasilski. Programmierung. Das ist ein ganz kleines Team, ne? Krass. Wirklich krass. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Vor allen Dingen, da denkt man am Anfang ja nicht so, die Prinzessin und dabei ist das ein kleines Mädchen, was zu Hause ist und sie das alles nur ausdenkt. Großartig. Der Vater beim Staubsaugen. Ja, die wollte halt da, er versteckt sich da, spielt mit der Tochter, Tee trinken. Oh. Artworks. Das sieht aus wie... Oh ja. Oh, nächster Teil. Das wäre natürlich nicht schlecht. So sieht das nämlich aus. Also so 3D-mäßig ein bisschen. Muss nicht. Also der Stil darf gerne so bleiben. Aber ich hätte nichts gegen den zweiten Teil von dem Spiel. Absolut nicht. Gegenteil. Viecher. Ganzes Konzeptart ist es anscheinend. Sieht schick aus. Ich mag sowas ja. Hier, das sind anscheinend die ganzen Bäcker. Das sehe ich jetzt erst, weil ich mir die Bilder angeguckt habe. Oh. Die Prinzessin und die Mama. Oh No Studio. Und Smile. Ja, das war's tatsächlich. Das war Chok. Was soll ich sagen? Ich hab's durchgespielt. Knapp 3 Stunden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nun. Dann nochmal vielen lieben Dank an Oh No Studio und Smile in dem Moment. Für den Key, für diese super Gelegenheit. Selber gerne das Studio unterstützen. Selber spielen macht natürlich immer mehr Spaß als zugucken, auch wenn man schon kennt, aber macht das ruhig. Unterstützt so einen kleinen Entwickler. Wie gesagt, das ist nicht bezahltes Let's Play.
Ich habe da immer meine freie Meinung. Wenn es mir nicht gefällt, sage ich das auch, aber es ist so schön gemacht, so schön. Bisschen kurz, es hätte gerne länger sein dürfen, aber für die paar Leute, die das gemacht haben, muss man auch bedenken, was dahinter steckt. Ja, bevor ich mich verquatsche, lange Rede, kurzer Unsinn. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, teilt das Video oder die Videos, je nachdem, wie viele Folgen es werden. Freut mich und hilft mir. Ja, um nichts mehr zu verpassen, neue Projekte, dann einfach mir folgen, YouTube, Instagram, Facebook, alles Wichtige zu mir und auch zu Jock in der Videoinfo verlinkt. Mehr Anzeigen klicken, da habt ihr, was ihr braucht. Bei Fragen, Anregungen, schreibt was in die Kommentare. Schreibt auch gerne den Entwicklern was Nettes. Und wir sehen und oder hören uns dann bei bereits Bekannten und auch bei neuen Projekten. Also, bis dato, reingehauen!